Hä? Und ich Idiot? Eins bei anderen. Hä? Ach, was weiß ich. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei mir zu einem neuen Aufgebraucht-Video. Diesmal habe ich nicht ganz so lange gesammelt wie beim letzten Mal. Falls ihr mein letztes Aufgebraucht-Video nicht gesehen habt, das war fast 60 Minuten lang. Ich verlinke es euch natürlich oben im i und unten in der Infobox, wenn ich das nicht vergesse. Und ja, es ist diesmal halt nicht ganz so viel geworden, zum Glück. Es war auch wirklich ein bisschen zu krass. Ja, ich habe mir vorgenommen, einfach immer ein Aufgebraucht-Video zu drehen, wenn diese Tasche voll ist. Und ja, das ist dann jetzt der Fall und deswegen labere ich euch jetzt voll, wie ich die Sachen gefunden habe. Und wenn euch das interessiert, dann ja, bleibt dran. Blablabla. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das lieber habt, wenn man das vorher einmal sortiert oder ob man das lieber alles spontan aus der Tüte ziehen sollte. Ich mache es heute mal tatsächlich spontan, weil es nicht ganz so viel ist. Und wenn es natürlich mehr ist, dann sortiere ich es auch wie gehabt, auf jeden Fall. So wie vorher auch. Bla. So. Das Erste, was mir hier entgegenkommt, ist mein geliebter Hygienespüler von Domol. Der ist natürlich auf jeden Fall super gut. Er gibt auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Also ich kann jetzt natürlich nichts sagen darüber, ob er nun wirklich alle Bakterien tötet oder nicht. Aber ich habe, wie gesagt, ein gutes Gefühl, wenn ich ihn benutze. Und ja, ich habe jetzt neuerdings einen tatsächlich von Lidl, die Hausmarke. Ist auch eine kleinere Flasche. Habe ich in Gebrauch. Und danach riecht die Wäsche auf jeden Fall noch um einiges besser als alle möglichen anderen. Als bei anderen? Hä? Ach, was weiß ich. Was ich sagen wollte, ist, dass der von Lidl es auf jeden Fall noch sehr viel frischer riechen lässt als alle möglichen anderen, die ich bisher benutzt habe. Und ja, deswegen werde ich in nächster Zeit auf jeden Fall erstmal immer wieder den von Lidl nachkaufen und nicht mehr diesen hier. Aber schlecht war der trotzdem auch nicht, also kann man trotzdem auch kaufen. Und weiter geht's mit Waschmittel, einfach weil es am größten ist und direkt oben drauf liegt. Das hier ist von Aldi gewesen. Das hatte ich mal, als das irgendwie aus dem Sortiment ging oder so. Das war irgendein Jubiläumsduft oder so. Habe ich das, glaube ich, für 1 Euro oder so gekauft. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war das ganz okay. Jetzt nicht besonders toll, aber auch nicht schlecht oder so. Also es hat das gemacht, was es sollte, aber ohne jetzt besonders positiv dabei aufzufallen. Und was haben wir hier noch? Das hat auch noch was mit Wäsche zu tun. Das ist von Simplicol oder Simplicol oder was auch immer man dazu sagt. Das ist das Nachtblau. Ich habe mal wieder meine Jeans nachgefärbt und habe, meine ich, auch 3 Packungen dafür benutzt. Also eine Packung für eine Jeans, weil ich es besonders intensiv mag. Ja. Kaufe ich auch immer wieder. Ich hatte letztens irgendwann mal zwischendurch eine in Rubinrot. Die war nicht ganz so gut. Ich weiß nicht genau, wieso. Auf jeden Fall hält sich dieser Farbton deutlich besser und ist für mich auf jeden Fall auch die beste Farbe, die man so in Deutschland für Textilien kaufen kann. Vielleicht kennt ihr da ja auch noch irgendwas Besseres aus dem Ausland. Also sagt mir da mal bitte Bescheid. Ja, und dann habe ich hier mal wieder, davon habe ich auch noch einen ordentlichen Vorrat, von Excellence Creme, das Dunkelbraun, habe ich aufgebraucht. Ja, ich habe gefärbt, wie man sieht. Und wie man sieht, wird es leider fast schwarz. Das finde ich ein bisschen schade, aber das Mittelbraun letztens hatte ich mal benutzt. Das hat mir tatsächlich den Ansatz aufgehellt, obwohl das Mittelbraun eigentlich dunkler sein sollte als mein Naturton. Also da ist irgendwas schiefgelaufen, keine Ahnung. Auf jeden Fall nehme ich deswegen immer das Dunkelbraun. Und eine liebe Zuschauerin hat mir neulich auch gesagt, dass ich Marseille ausprobieren sollte. Das habe ich bis jetzt leider noch nicht gemacht, weil ich halt noch einen Vorrat hatte. Aber das steht auf jeden Fall auch mal auf meiner Liste. Oh je, was haben wir hier? Pocket Coffee. Keine Ahnung, warum das hier drin gelandet ist, aber das ist auf jeden Fall immer gut, wenn man einkaufen ist und irgendwann nicht mehr kann, weil man es übertreiben muss. Und ja, dann Pocket Coffee und du kannst wieder. Und dann habe ich hier von Garnier Skin Active das Micellenreinigungswasser All-in-One Waterproof, also das Goldene, aufgebraucht. Ja, finde ich eigentlich genauso gut wie das Lilane, aber das Lilane hinterlässt ein wenig weniger fettigen Film als dieses hier. Das macht das hier schon ein bisschen doller. Das ist natürlich dann ganz gut für die Wimpern, ob man das jetzt so mag oder nicht, sei dahingestellt. Finde ich auf jeden Fall auch sehr gut, aber ich glaube, ich kaufe in Zukunft eher wieder das Blaue bzw. Lilane nach. Aber es ist trotzdem auch ein sehr, sehr, sehr gutes Produkt. Ein sehr gutes Produkt, wollte ich sagen. Entschuldigung. Und ein Nagellackentferner von Isana habe ich leer gemacht. Da lässt sich nicht so viel zu sagen. Der war acetonfrei und ein Vorteilspack. Ja, hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Würde ich mir auch wieder kaufen. Aber es ist halt einfach nur ein stinknormaler Nagellackentferner. Und ja, hat halt funktioniert. So, und dann habe ich endlich, die hatte sich nämlich ganz hinten in meinem Schrank noch verkrochen, von Balea eine Cremeseife Pitaya und Kokos endlich leer gemacht. Das ist ja eine Cremeseife für die Hände. Die hat auf jeden Fall sehr gut gerochen, würde ich wieder kaufen, aber ich glaube, ich habe sie vor mindestens 2, wenn nicht sogar 3 Jahren gekauft und ich habe sie einfach vergessen und deswegen nicht aufgebraucht und jetzt war es halt soweit. War auf jeden Fall gut. Ja, doch, kann man so sagen. Ja.
Dann habe ich zweimal von Elvital Nutrigloss den Luminizer leer gemacht. Ein Shampoo, genau. Und ja, das war bisher immer mein Lieblingsshampoo. Das gibt es aber auf jeden Fall, meine ich, bei Rossmann und DM nicht mehr. Ich glaube, bei Edeka habe ich es letztens noch gesehen. Aber ich bin langsam irgendwie so ein bisschen gelangweilt davon. Es war immer sehr, sehr gut, aber ich möchte einfach mal was Neues ausprobieren. Deswegen kaufe ich das erstmal nicht wieder nach. Es sei denn, es begegnet mir mal irgendwo zufällig, aber... Ja, ich weiß auch nicht. Kennt ihr das vielleicht, wenn ihr wirklich, ich weiß nicht, ich glaube, in meinem Leben habe ich bestimmt schon 15 bis 20 Pullen davon leer gemacht und ich habe jetzt einfach Lust auf was Neues. Kennt ihr das? Weiß ich nicht. Also ich kenn's. Oh, das ist sehr interessant. Hier habe ich nur noch die halbe Packung von dieser Mixercreme. Die habe ich zunächst eigentlich immer für meinen Sohn benutzt. Da ist nämlich Panthenol und Urea drin für sehr trockene und empfindliche Haut. Hat auch super gut funktioniert, die erste Tube lang, und bei der zweiten... Ich denke, das hat er einfach von mir geerbt. Bei mir ist es manchmal nämlich auch so, dass mir Urea manchmal auf der Haut brennt und manchmal überhaupt nicht. Und anscheinend ist das bei ihm ähnlich. Er sagte dann nämlich auch, dass die ihm irgendwie wehtut und er die nicht mehr benutzen möchte. Und deswegen habe ich sie dann aufgebraucht. Die erste und... Nein, die zweite Pulle habe ich aufgebraucht, genau. Ja, mir hat die eigentlich ganz gut gefallen. Aber ich kann verstehen, was er meint. Deswegen nehme ich Urea erstmal nicht mehr für ihn. Und ja, die würde ich an sich auch noch kaufen. War auf jeden Fall toll. Also, hat mir gefallen. Aber ich habe noch genug Creme, das ist das Problem. Und hier ist noch was vom Haushalt, und zwar Somat Maschinenreiniger. Das sind so drei Dinger, die kann man, glaube ich, einen soll man einmal im Monat reinlegen. Hat mir auf jeden Fall ein gutes Gefühl gegeben. Ob das jetzt wirklich was gebracht hat, kann ich nicht so genau sagen. Aber würde ich auf jeden Fall alleine fürs Gefühl nochmal holen. Aber nur, wenn es im Angebot ist, sonst bin ich zu geizig. Schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, was ihr immer für einen Maschinenpfleger nehmt oder wie ihr den reinigt. Ansonsten habe ich früher immer... gewartet, wenn in dem normalen Programm dann das heiße Wasser dazu kam. Dann habe ich mal Essig oder mal Zitronensaft und Backpulver und so reingemacht, damit das so ein bisschen entkalkt. Da habe ich auch das Gefühl, dass das auf jeden Fall ganz gut funktioniert. Aber vielleicht habt ihr noch eine bessere Methode. Dann habe ich hier zwei Reisegrößen, Probiergrößen. Die habe ich mal bei Kick gekauft. Die kam eigentlich ursprünglich 1,99 für 200 Milliliter, aber dann gingen die da aus dem Sortiment und ich habe nur noch 1 Euro pro Flasche bezahlt. Und ich, Idiot, glaubt nicht, ich glaube, ich habe 25 Flaschen gekauft. Oder 26, vielleicht auch 30, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall einen riesigen Vorrat, weil mein Mann das ja sowieso immer benutzt. Und Head & Shoulders ist ja nun wirklich nicht gerade das günstigste Shampoo. Und so war es natürlich dann super günstig. Und ja, dementsprechend sind hier auf jeden Fall zwei von leer geworden. Wir benutzen es mittlerweile nicht mehr gegen Schuppen, weil wir gar keine Schuppen mehr haben. Ich benutze es hin und wieder zwar schon mal, wenn ich mir die Haare gefärbt habe, weil ich dann immer ein bisschen Probleme auf der Kopfhaut habe, was ich aber bei fast jeder Farbe leider habe. Und da hilft das dann irgendwie immer ganz gut, habe ich das Gefühl. Und mein Mann benutzt es einfach gerne, weil es super gut riecht. Ja. Deswegen werdet ihr das auf jeden Fall in meinen zukünftigen Aufgebraucht-Videos auch immer wieder sehen. Ganz besonders diese kleinen Flaschen mit dem roten Aufkleber drauf. Und ebenfalls zwei von den Babypuder von Penaten haben wir leer gemacht. Ich benutze das manchmal als Trockenshampoo. Ich benutze das aber auch eigentlich für alles Mögliche, wenn ich irgendwie ja, das Gefühl habe, ganz besonders im Sommer vor allem. Also wir haben ganz viele immer parallel offen, deswegen sind jetzt auch zwei auf einmal leer geworden. Und dann benutzen wir das einfach gerne für die Füße oder für... die Achseln oder irgendwo, wo wir halt einfach nicht so gerne kleben möchten. Und deswegen, ja, benutzen wir das dafür. Oh Gott. Ihr wisst, glaube ich, ungefähr, was ich sagen möchte. Finde ich auf jeden Fall total gut. Und ich habe auch schon öfter gesagt, dass wir eigentlich immer nur den Penaten-Babypuder kaufen. Und das liegt daran, dass der nur 2 oder 3 Inhaltsstoffe hat. Wo ist das denn? Teig und Parfüm, das war's. Und bei den ganzen günstigen sind noch alle möglichen Öle mit drin. Wenn man das haben möchte, ist das natürlich gut. Aber das schätze ich auf jeden Fall sehr an diesem Penaten-Puder. Könnt ihr verstehen? Oder auch nicht? Keine Ahnung. Oh, das war das Katzenfutter. So, und dann ist hier eine Haarpflege, eine Haarmaske, Haarkur leer geworden von Elvital Dreamlength. Und ja, die fand ich sehr gut. Mittlerweile hat sie noch eine andere Verpackung, aber ja, weiß nicht, ob sie die dann auch überarbeitet haben. Auf jeden Fall hat mir die hier überraschend gut gefallen. Ich hatte die zwar schon mal, aber da hatte ich mehr so ein... normalen Eindruck davon. Und ja, als ich die jetzt nochmal rausgeholt habe, um sie aufzubrauchen, dachte ich, Mensch, die ist ja gar nicht so schlecht. Also hat wirklich gut was gemacht. Würde ich an sich auf jeden Fall wieder kaufen. Ich habe momentan aber, das habe ich jetzt allerdings noch nicht aufgebraucht, das heißt Rapid Reviver oder so, ist auch von Elvital, ist in so einer länglichen Tube drin. Ist noch nicht so lange auf dem Markt, aber das ist das absolut beste Haarpflegezeug, was ich bis jetzt überhaupt gekauft habe. Das ist zwar nicht so ganz so günstig, aber ich meine, im Angebot 3,33 € für 180 Milliliter. Aber es ist einfach so gut. Also ich habe noch nie sowas gehabt, was so butterweiche Haare gemacht hat. Habe ich jetzt aber wirklich noch nicht aufgebraucht, aber schaut euch das unbedingt an. Werde ich euch vielleicht mal in irgendeinem Favoritenvideo zeigen oder aufgebraucht. Dann habe ich überhaupt jemals ein Favoritenvideo gemacht? Nee, habe ich noch gar nicht gemacht, aber irgendwann mache ich mal eins. Irgendwann.
Auf jeden Fall, die kann man auch kaufen, aber ich würde mittlerweile tatsächlich eigentlich nur noch das andere kaufen, diesen Rapid Reviver. Ja. Hier ist noch eins von meinen Shampoos, das ist Elvital Tonerde Absolut Pflegeshampoo. Gefällt mir auch sehr gut, würde ich auch wieder nachkaufen, aber auch da habe ich momentan mehr Lust, mal was Neues zu probieren und deswegen kommt das erstmal nicht wieder, aber irgendwann auf jeden Fall wieder. Und dann hat mein Mann hier ein Duschgel von Duschdas aufgebraucht, das ist 4Man, markant herber Zitrusduft. Ja, es ist einfach ein Duschgel. Mein Mann ist eigentlich immer total egal, was er da zum Duschen hat. Es sei denn, es ist irgendwas, was mega doll stinkt oder so. Aber das hier stinkt anscheinend nicht. Er sagt, es ist ein ganz normales Duschgel. Da kann man nicht so viel zu sagen. Und deswegen kann ich eben auch nicht so viel dazu sagen. Außer, ja, ist egal, ob man das kauft oder ein günstiges. So, auch ich habe ein Duschgel leer gemacht. Das hatte ich, glaube ich, zum Geburtstag bekommen. Das ist von Palmolive Minual Mineralmassage. Hat super gut gerochen. Hat mir auch eigentlich total gut gefallen. Ich habe die früher schon, als sie rauskam, total geliebt. Da gibt es ja auch noch, glaube ich, oder gab es früher auf jeden Fall mal ein lilanes noch von. Das war der absolute Knaller. Und ja, was ich ein bisschen doof an den Dingern finde, ist, dass da ein Peeling drin ist, aber das Peeling kann man sich schenken, weil das überhaupt nichts bringt. Dafür ist es viel zu wenig. Immerhin relativ grob, aber es ist viel zu wenig. Also hat mich dann sogar teilweise schon genervt, weil ich es einfach als Duschgel benutzt habe, dass ich mich dann wirklich sehr intensiv nochmal abschmieren, abwaschen musste, überall, wo ich das benutzt habe, weil sonst halt die Peelingkörner da hängen geblieben sind und ich die dann im Handtuch hatte beim Abtrocknen. Das hat mich ein bisschen genervt. Aber ansonsten wirklich ein Top-Produkt. Es riecht super. Also es riecht wirklich. Selten so ein gut duftendes Duschgel gehabt, aber es ist einfach ein bisschen nervig mit diesen Peelingkörnern. Es ist einfach vertane Mühe. Das ist scheiße. Ja. Ihr wisst Bescheid. So, und auch mein Sohn hat natürlich einiges in die Badewanne gedrückt, beziehungsweise in die Dusche. Unter anderem ein Rasierschaum von meinem Mann. Mit dem hat er gespielt und die ganze Dusche eingeschäumt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob eure Kinder das auch machen oder gemacht haben. Allgemein, glaube ich, lieben es Kinder total, Duschgele und alle möglichen Badeproben in die Badewanne zu drücken, wenn man gerade mal nicht hinguckt. Egal. Auf jeden Fall hat er das leer gemacht zum Spielen. Und mein Mann hat es, glaube ich, auch ganz gut gefallen. Und ansonsten kann ich zu diesem Rasierschaum leider nicht so viel sagen. Und diese beiden Duschgele hat mein Junge leer gemacht. Das ist hier einmal, hatte ich mal in einem Tauschpaket von der lieben Nadel. Das ist Isana Young Holla Chica Lazy Banana irgendwie. Also es roch sehr doll nach Müllermilch Banane. Hat meinem Sohn total gut gefallen und würde es das noch zu kaufen geben, würde ich es ihm auf jeden Fall auch nachkaufen, weil er das einfach total schön fand, dass das nach Banane riecht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So, und auch dieses hier hat er leer gemacht. Das ist von Balea, die Dusche und Shampoo, Halfpipe, was auch immer die. Und ja, hat ihm gefallen, hat ihm Spaß gemacht, das alles ins Badewasser zu drücken. Würde ich auf jeden Fall auch nochmal nachkaufen, weil ich die Verpackung total cool finde für Jungs. Und ja, an dieser Stelle möchte ich auch gerne ganz liebe Grüße an die liebe Jenna schicken, denn in ihrem Haul habe ich das letztens auch gesehen, dass sie das für ihren Sohn gekauft hat, der ungefähr so alt ist wie mein Kind und ja, das fand ich jedenfalls sehr lustig. Bla, wen interessiert's, ich weiß. Aber trotzdem liebe Grüße an Jenna. Ah, ich mache mal schnell mit Kosmetik weiter, das ist vielleicht relativ interessant für euch. Da habe ich einmal hier von 183 Days das Fixing Spray leer gemacht. Ich habe es geliebt, zum Glück habe ich noch eins, aber leider haben sie das mittlerweile aus dem Sortiment genommen. Finde ich total schade. Ich hoffe, die haben irgendwie ein Ausweichprodukt, was auch irgendwie so in der Richtung ist, weil ich das wirklich mega süß und mega gut fand. Zwar ein bisschen teuer, aber ja, hat mir gefallen, wirklich. Und den hier musste ich jetzt aussortieren, den habe ich auch schon einige Jahre. Der hat mittlerweile hier vorne auch auf jeden Fall ein anderes Design. Das ist von Essence Studio Nails, der Better Than Gel Nails Top Sealer. Ja, den habe ich mir kürzlich auch zweimal nachgekauft. Den benutze ich, glaube ich, auch schon seit 2011 regelmäßig. Also das ist einfach ein Überlack, der lässt unheimlich schnell alle möglichen Schichten durchtrocknen. Also innerhalb von 10 bis 15 Minuten habt ihr dann auf jeden Fall bei 3, 4, 5 Schichten keine Dellen mehr in den Nägeln. Finde ich total toll, dass es sowas gibt, ne? Früher konnte man ja nur eine Schicht Nagellack auftragen und wenn du eine zweite drauf gemacht hast, dann konntest du eigentlich gar nichts mehr machen, weil es nach 2, 3 Tagen gefühlt immer noch nicht trocken war. Und ja, dafür habe ich diesen wunderbaren Überlack. Also holt euch den auf jeden Fall, der ist mega. Ich finde den einfach total super und würde mir den auch immer wieder nachkaufen. Und der ist auch nicht teuer, mit ungefähr 2,45 Euro, glaube ich, kostet er, genau. Oh, hier ist noch mehr Seife, sehe ich gerade. Und auch die ist schon etwas älter, die gibt es nicht mehr. Ich habe davon aber einige meiner Mutter abgenommen, weil sie den Duft auf einmal nicht mehr mochte. Hatte sie sich halt erst auf Vorrat gekauft, weil er halt so schön war. Mit Schneeglöckchen und Vanillemilchduft, die Isana Snow White Cremeseife, genau. Und die werdet ihr, wie gesagt, dann auch noch ein paar Mal öfter bei mir sehen, weil ich ihr die halt alle abgenommen habe. Und ich finde jetzt nicht, dass es stinkt, aber ja, ich kann es auch verstehen, wenn man manchmal einfach Gerüche über hat und das nicht mehr riechen kann.
Und dann kommen mir hier ganz viele von diesen Friseurschnappern entgegen. Die sind jetzt zwar nicht absolut scheiße, hatte ich mal irgendwann bei Rossmann gekauft. Ich glaube, die haben die mittlerweile auch sowieso nicht mehr. Aber ich hatte mir jetzt kürzlich von Müller die nachgekauft. Die halten nämlich deutlich besser meine Haare oben und die hier rutschen einfach total schnell raus. Deswegen fliegen die jetzt alle weg. Die kann man einfach nicht so. Das macht immer keinen Spaß, das festzustecken, weil sowieso wieder runterkommt und das nervt. Und auch diese Kuh hier habe ich bald zum Glück aufgebraucht. Davon habe ich mir nämlich einen ganz schönen Vorrat angeeignet, als sie aus dem Sortiment ging bei Rossmann. Die ist nämlich eigentlich wirklich ganz gut, aber ich kann sie irgendwie nicht mehr sehen. Und ich finde auch mittlerweile gibt es Sachen, die deutlich besser pflegen als diese hier. Da habe ich, glaube ich, jetzt noch 3 Packungen von rumliegen. Ich benutze das auch als Rasiercreme. Könnt ihr übrigens auch machen, wenn ihr Pflege für die Haare, also irgendwie Spülung oder Kur habt, die ihr nicht so toll findet. Benutzt es als Rasiercreme. Es ist einfach... Ich benutze sogar überhaupt gar keinen Rasiergel oder Rasierschaum mehr, weil mir das einfach deutlich besser gefällt und ich davon auch sehr viel weniger irritierte Haut habe und auch keine Rasierpickelchen mehr oder so. Es ist einfach total, total super. Genau. Auf jeden Fall ist das, ich komme jetzt auch endlich mal zu dem Artikel, ja, der Color Expert, nee, die Color Expert Omega Plex Farbversiegelungskur. Ja, die hat mir wirklich gut gefallen, weil die einfach auch total glattes Haar gemacht hat. Aber wie gesagt, mittlerweile gibt es auf jeden Fall bessere Sachen. Ich bin dann froh, wenn sie dann weg ist. Hier ist noch einer von diesen Essence-Überlacken. Allerdings schon mit dem neuen Design da vorne, seht ihr vielleicht, ist was Rundes drauf. Und hier das andere Design war halt ein bisschen anders. So sieht er jetzt auf jeden Fall aus. Und er ist wirklich, wirklich super. So, hier haben wir jetzt ein paar Masken. Und zwar habe ich da, die gefällt mir leider gar nicht gut. Das ist von Balea, diese Kohle-Peel-Off-Maske. Ja, Anti-Pickel-Peel-Off-Maske. An sich, von der Wirkung her war sie ganz gut, aber die wollte überhaupt nicht trocknen. Die ist mir die ganze Zeit runtergetropfen. Das hat mich so genervt, weil das dann ins Handtuch ging und danach auf meinen Schoß. Und ich saß auch noch tatsächlich bei einem Live-Chat, als ich die drauf hatte. Vielleicht erinnern sich manche von euch daran, dass ich geschrieben habe, dass mir gerade die Maske auf die Tastatur tropft. Das war jedenfalls diese hier und deswegen werde ich die auch nicht nochmal kaufen. Es kann sein, dass die mittlerweile vielleicht überarbeitet wurde, weil die Packung hier jetzt schon, die hatte ich bestimmt jetzt schon ein Jahr liegen. Und ja, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie das ja verbessert, aber ich glaube eher nicht. Deswegen kommt mir die auf jeden Fall nicht wieder ins Haus. Fand ich nicht so toll. Ich weiß gerade leider nicht, wo ich die Verpackung davon gelassen habe. Aber ich hatte auch noch eine Kohle-Peel-Off-Maske von Isana benutzt. Die hat mir deutlich besser gefallen. Die hat richtig gut getrocknet. Und ich hatte dann auch tatsächlich das Gefühl, dass die Schuppen gut von der Haut geholt hatte. Und als ich die dann auch noch gegen das Licht gehalten habe, hatte ich gesehen, irgendwie, glaube ich, habe ich mir gerade versprochen. Na, egal. Ich wollte auf jeden Fall sagen, dass... Als ich die Isana-Maske runtergezogen habe, hatte ich da auf jeden Fall Hautschüppchen dran und auch tatsächlich hier so von den Nasenflügeln und so kleine Mini-Härchen. Also die ist auf jeden Fall sehr viel effektiver als die von Balea. Und ebenfalls eine Aktiv-Kohle-Maske, allerdings war die mehr in so einem Gelee, also das war eine so Gelee-artige Konsistenz. Die hatte ich von Alterra, also Rossmann, genau, und die hat mir auch ganz gut gefallen, ist auch so ein bisschen... trocken dann geworden, aber halt nicht zum Abziehen, war aber trotzdem sehr, sehr gut. Also auch gegen Unreinheiten, habt ihr ja wahrscheinlich gesehen. Und dann machen wir jetzt hier bei den Masken weiter. Da hatte ich dann noch die Petra Edition von Shebens Mandeltraummaske. Die hat mir so super gut gefallen. Ich wünschte, die würden sie irgendwie ins Standardsortiment nehmen, aber es ist anscheinend irgendwie eine Saisonmaske, also für Winter. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Die hat super gut gerochen und sehr gut gepflegt, ne? Was soll ich sonst noch sagen, außer... Ich sehe mal zu, dass ich davon noch welche kriege, aber wahrscheinlich ist die auch schon aus dem Sortiment. Ich habe da in letzter Zeit nicht so drauf geachtet. So, und was mir auch ganz gut gefallen hat, ist hier von Balea die Tuchmaske Lucky Moments. Die war sehr schön feucht. Feucht? Ja, also sehr feuchtigkeitsspendend. Kann man auf jeden Fall kaufen. Ja, was soll man ansonsten zu so einer Tuchmaske sagen? Die war halt ganz gut. Oh mein Gott, wir haben sogar eine Zahnpasta leer gemacht. Das ist ja sehr vorbildlich. Ne? Das ist die Blender Med Zahncreme mit Aktivfluorid für saubere, gesunde und starke Zähne in Frisch. Ja. Hat gut geschäumt, hat gut sauber gemacht. Ist wahrscheinlich nicht die beste Zahnpasta aller Zeiten, aber kann man auf jeden Fall kaufen, wenn man gerade irgendwie nichts Besseres findet. Ja, würde ich also wiederholen. Und dann habe ich noch ein Deo leer gemacht. Das ist Rexona Maximum. Und ja, würde ich mir jetzt nicht unbedingt neu kaufen. Oder ja, doch, neu kaufen würde ich ihn mir nicht unbedingt. Aber ja, weiß ich nicht. An sich ist die Maximum Protection Reihe ja eigentlich schon ganz gut. Aber ich denke, da gibt es auch noch Besseres. Von da ging mein Lieblingsdeo leer, das Originale. Das benutze ich nicht unbedingt nur als Deo, sondern mehr als Körperspray, weil das einfach riecht, als hätte man gerade frisch geduscht. Das liebe ich wirklich und ich habe davon auch noch ein paar in Reserve. Da ist auch ein Viertel Pflegecreme drin, sehe ich gerade das erste Mal tatsächlich. Und ansonsten, keine Ahnung, es riecht einfach so, als wäre man gerade duschen gewesen. Das ist toll. Finde ich super. Kann man auch mal in die Haare sprühen, wenn man das Gefühl hat, dass die eine
Wäsche nötig hätten. Ja, man kann sich dann auch die Haare waschen, aber manchmal hat man keine Zeit, die Haare zu waschen. Und das ist der perfekte Übergang für meine trockene Shampoos, denn nun habe ich zwei leer gemacht. Einmal das Batiste, der Klassiker vermutlich, ne? Ist mir allerdings auch ganz schön teuer, muss ich sagen. Es ist mir ein bisschen zu teuer, aber es ist auf jeden Fall ganz gut gewesen. Das ist das für sehr, sehr dunkle Haare. Bei dem hat man auf jeden Fall keine Rückstände auf dem Kopf, jedenfalls keine sichtbaren. Wenn man sich allerdings in die Haare fasst, hat man auf jeden Fall dunkle Fingernägel und das passt mir absolut nicht. Deswegen glaube ich, kaufe ich es erstmal nicht unbedingt nochmal. Irgendwann wahrscheinlich schon, weil es einfach gar nicht so viel Ausweichmöglichkeit gibt. Aber das nervt mich so ein bisschen, weil ich habe immer das Gefühl bei Trockenshampoo, dass ich ein bisschen dreckig bin, weil ich halt weiß, dass was auf meiner Kopfhaut ist. Dann möchte ich mir da irgendwie immer hinpacken, weil ich das Gefühl habe, dreckig zu sein. Und dann habe ich das natürlich unter den Fingernägeln. Das nervt. Ja, ich weiß nicht, es fängt mich einfach an zu jucken, wenn ich Trockenshampoo benutze. Es ist eigentlich auch egal, welches ich dann benutze. Aber das, ach, ich weiß auch nicht, irgendwann muss ich es wahrscheinlich wieder kaufen. Aber vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal ein besseres. Und dann hatte ich hier eins. Das ist leider noch nicht ganz leer, aber ich möchte es einfach nicht aufbrauchen, weil mir auch davon total der Kopf juckt. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Kopfsache, wisst ihr? Also ich glaube, eigentlich jucken an sich die Produkte nicht. Nur weil ich mir einrede, dass ich dann dreckig bin wahrscheinlich, muss ich da ständig dann rumpulen. Egal, auf jeden Fall ist es das Balea Trockenshampoo Bloomy Dreams. Wie gesagt, habe ich nicht aufgebraucht. Es hat sehr, sehr, sehr gut gerochen und es hat natürlich auch seinen Dienst erfüllt. Also man hatte danach kein fettiges Haar mehr, aber bei mir war auf jeden Fall ein sehr, sehr deutliches Puder zu sehen. Ist ja auch klar, ich habe sehr dunkle Haare, ne? Aber ja, weiß ich nicht, für blonde Leute, die sehr unempfindlich an der Kopfhaut sind, denke ich, ist das eine schöne Sache. Und die Verpackung ist ja auch wirklich schön. Eigentlich könnte ich die auch aufheben, um hier einfach hinzustellen. Soll ich das machen? Ich weiß nicht. Und mein Lieblingshaarspray ist leer gegangen, werde ich mir auch immer wieder nachkaufen. Das ist das Tough Power Haarspray mit Kaschmir Touch, genau. Riecht super gut, hält super gut, wirklich bombenfest. So, dann habe ich noch drei Cremes leer gemacht. Das sind einmal zwei Handcremes. Hier von Isana Handcreme Zeit für Gemütlichkeit. Die war ganz in Ordnung. Also auf jeden Fall überdurchschnittlich gut, finde ich. Ich habe jetzt aber bessere. Deswegen habe ich die dann nicht mehr für die Hände benutzt, sondern am Körper aufgebraucht. Und die ist auch wirklich restlos leer. Obwohl, wenn ich sie aufschneiden würde, wäre wahrscheinlich noch was drin. Aber da scheißen wir jetzt mal drauf. Ja, die war auf jeden Fall gut. Aber ich glaube, die gibt es ohnehin nicht mehr. Und die hier hat jetzt auf jeden Fall eine neue Verpackung. Die hat jetzt mehr so eine pinke Verpackung. Das ist Handcreme und Maske Mandeltraum. Ja, mit Mandelöl und Shea-Butter. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also kann man natürlich als Handcreme und als Maske benutzen. Und ja, würde ich auf jeden Fall auch wieder kaufen. Ich habe aber im Moment eine Urea-Handcreme von Isana. Mega günstig und noch viel besser als diese hier tatsächlich. Aber irgendwann, wenn ich mal wieder Lust habe auf die, werde ich mir die auch mal wieder kaufen. Und als letzter Artikel dieses Aufgebraucht-Videos, auch von der Handcreme eben die passende Bodycreme von Isana, Zeit für Gemütlichkeit. Riecht übrigens nach Vanille und Kaschmir und die war mega gut. Also die hat mir sehr gut gefallen und die würde ich mir eigentlich auch wieder nachkaufen. Ich hoffe, die haben sie noch ein bisschen im Sortiment. Nun gut, also die ist top, würde ich immer wieder kaufen. Ich hoffe, Rossmann hat sie noch eine Weile, aber das habe ich ja eben alles schon gesagt. So, und das war dann jetzt der letzte Artikel dieses Aufgebraucht-Videos und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Ihr könnt mir gerne nochmal in die Kommentare schreiben, was ihr eigentlich immer so am meisten aufbraucht, wenn ihr das überhaupt so beobachtet. Wahrscheinlich macht man das ja gar nicht. Es ist auf jeden Fall irgendwie immer komisch ein bisschen, diesen ganzen Müll diese ganze Zeit lang zu sammeln. Ich habe ja letztes Mal mich schon als Teilzeit-Messi betrachtet, ne? Und irgendwie fühle ich mich auch immer noch so. Aber ich bin froh, dass das jetzt auf jeden Fall nicht ganz so viel war wie beim letzten Mal. Und ja, also danke, dass ihr wieder hier wart und dass ihr mir Zeit geschenkt habt und so weiter und so fort. Und ja, freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Was wollte ich denn jetzt sagen? Gott, wie oft sage ich das eigentlich in diesem Video? Ups. Bei zwei anderen. Hä? Ach, was weiß ich. Erinnert mich ein bisschen an Viagra. Aber das sage ich jetzt nicht. Das lasse ich raus. Das ist nicht so schön. Okay, dummes Gesicht. Ja. Hm? So. Und ich Idiot? Ja. Okay. Weg damit. Bla, bla, bla. So. Ja, ach, was weiß ich. Mensch.